Willkommen zurück zu Layers of Fear 2. Gut möglich, dass wir das letzte oder zweitletzte Kapitel nun gleich betreten werden, nachdem wir im dem davor ja einiges erfahren und gemutmaßt und spekuliert haben. Also momentan ist das wirklich extrem spannend, finde ich. Und schauen wir doch mal, wie nun das nächste wird. Los geht's. There shall be a vast shout, and then a vaster silence. Viel Stille diesmal, wenige Worte. Akt 4, Thrath. Das war jetzt sehr stylisch. Aber okay. Hoffentlich wird es nicht unser letzter Atem sein, den wir da nehmen. Ja, gut, du bist soweit fast fertig. Fehlt nur noch der Kopf, ha? Huh? Oh Mann. Okay, Leute, Kapitel 4, es geht los. Alles schon ein bisschen wieder in Schwarz-Weiß hier getoucht. Verlassen wir diese Welt. Da steht noch das Gleiche. Ja. Durchgestrichen Narben, die sie beschreiben. Haben wir das letzte Mal gelesen. Darum wird es irgendwie nun gehen. Wir sind wieder groß, oder? Ja, ich fühle mich doch relativ wieder größer. Haben ja eventuell... Eventuell spielen wir James, den Jungen. Halt jetzt etwas älter. Im vorigen Kapitel war er ja bewusst klein. Wegen der Vergangenheit im Haus und so. Aber nun, mal schauen, wie es weitergeht. Wenn wir jetzt mal überlegen... Sorry, wenn ich schon wieder... ich bin halt gedanklich voll in der Story gerade drin und rätsel halt unglaublich gerne umher, wie das enden könnte oder wie das weitergeht. Der Vater, der Regisseur, war hier an Bord. Vielleicht ging es nicht nur darum... dass die Kinder, also, ne, warum sind, werden die Kinder hier rumgehetzt? Das war ja die Frage. Erst dachte man wegen dem Essen und so. Aber was ist, wenn der Vater vielleicht den Jungen töten wollte, vom Bord schmeißen wollte, oder irgendwas so in der Richtung? Aber warum erst jetzt und auf dem Schiff? Und das macht eigentlich auch nicht so das Sinn. Naja, gucken wir mal. Wir sind so nah, ich kann es spüren. Es darf keine Zweifel geben, kein Zögern, nur unzerbrechlichen Willen. Das ist es, was wir haben. Das ist es, was wir sind. Endlich. Weil das, der Zusammenhang fehlt mir noch so ein bisschen. Die Kinder auf dem Schiff, der Vater ja eventuell als Regisseur auch oder als, das wissen wir ja immer noch nicht 100%, wie das zusammengehört. Und deswegen spielen wir einfach, dann werden wir es vielleicht erfahren, wenn wir es dann auflösen können. Schauen wir mal. Wir sind offenbar gerade in der Küche. Niemand hier. Und ein Messer will ich mir auch nicht mitnehmen zur Verteidigung. Das ist töricht. Da liegt was. So, der leitende Sicherheitsbeauftragte mal wieder an die gesamte Crew. Achtung, blinde Passagiere an Bord. Zwei davon, höchstwahrscheinlich Kinder, wurden im unteren Deck in der Nähe des Frachtraums gesichtet. Hiermit fordere ich alle verfügbaren Crewmitglieder dazu auf, nach einem Jungen und einem Mädchen Ausschau zu halten, die unbeaufsichtigt auf dem Schiff herumwandern, bei Sichtkontakt sofort fassen. Ja, okay, gut, dann kommt, okay, blinde Passagiere... Na, wir müssen einfach weitermachen. Es bringt nichts darüber jetzt noch... Es kann noch vieles möglich sein. Ich will hier raus, hallo? War da noch was für mich? Hä, da ist doch eine Tür. So. Was ist das jetzt für ein Lärm? Okay, hier ist leider zu. Da kann ich auch nichts machen. Hä? Also irgendwie verwirrt mich... Sag mal... Was... Da war doch eben... Ne, vielleicht... Es liegt an der Hitze, vielleicht...
Ich habe das Gefühl, er ändert sich ständig alles, aber ich habe ein Bild gefunden, es war nicht umsonst. Are you not afraid of death? Some people believe in nothing. And so they live for nothing. To live without belief is more terrible than dying. Okay. Aber wenn das jetzt wirklich, also ich habe es das letzte Mal, es geht schon wieder los, sorry, aber ich habe das letzte Mal schon gemeint, wenn das jetzt James war und das andere, ich weiß nicht wer, vielleicht seine Frau oder vielleicht auch Lily, die klingen ja deutlich älter. Und das sind Gemälde, vielleicht ist James ja doch der Protagonist aus dem ersten Teil und wir dürfen die Jahreszahlen nur nicht so genau in Erwägung ziehen. Ach, ich weiß es ja auch nicht. Aber ich liebe so einen Shit. Auch wenn ich gerade wieder irgendwie im Kreis renne! Genauso wie der Typ. Wir sind beide sehr orientierungslos, ich merke das schon. Ich laufe dir mal nach, ja? Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man keine Ahnung hat, wohin, einfach immer irgendeinem Deppen nach. Der wird's schon wissen. Und dann ist man bestenfalls beide im Nirgendwo. In dem Fall hat's geklappt. Lily, Captain, I found it. But it's empty. It's all gone. Steady yourself, Quartermaster. Return to the hideout. I'll keep searching on my own. I can help. I said go. Okay. Keine Vorräte mehr da. Aber es wurde ihnen ja auch nicht leicht gemacht. So. Was haben wir denn hier? Muss ich nicht verstehen, oder? Irgendwie erinnert mich das gerade an ein anderes Spiel. Das kommt mir gerade irgendwie so ultra bekannt vor, ich weiß nicht. Das jetzt wieder nicht. Ich glaube, ich komme nicht höher. Gut, mir gefällt es hier eh nicht. Tschüss. Ja, super. Und das Treppenhaus geht weiter. Hey, wie hoch kann das sein? Hallo. Go on. Be there for her. Like she was for you. Reden wir jetzt über Lily? Vermutlich. Gegen den habe ich jetzt wenigstens nichts mehr, so richtig. Er muss an seinen Augen aber was machen lassen, das geht so nicht auf Dauer. Okay, ich gehe weiter nach oben. Es würde eigentlich noch höher gehen, wie ihr seht, aber nicht für uns. Ein Apfel. Genau, sie ist ja dann alleine auf Nahrungssuche gegangen. Vielleicht ist ihr dann was passiert. Vielleicht ist Lily etwas passiert. Der Vater hat dann auch James die Schuld gegeben. Also, ne? Dass so der Mutter und der Tochter was passiert ist, das wäre gemein. Aber irgendwie wird's auch nicht passen, ist es dieses Ganze, dass die Kinder da rumirren müssen, obwohl der nee, das passt nicht. Ah. Endlich ist das aus. Jetzt schon die Tonrolle, okay. Ja gut, das heißt ja nichts. Kann ja trotzdem noch ein gutes Stück gehen. Wir sind ja erst reingekommen. Tschüss. Auch nicht, dass das Lily war, die da runtergestürzt ist. Sie hat mal so ein Schauspiel gehabt, wo so ein bisschen gestürzt ist, aber da ist ihr natürlich in echt nichts passiert. Das wäre kein schöner Tod und vor allem sehr schmerzhaft für alle Beteiligten. Nee, wir hoffen einfach mal, dass es nicht passiert ist. Okay. Bei der Flucht, ne, kann sowas schnell passieren. Ich mache mir jetzt echt wieder Sorgen um Lily. Irgendwas muss ja noch kommen in so einem Zusammenhang. Oh je. Man hat Lily bis jetzt auch nur ein einziges Mal gesehen. Das war diese eine Stelle am Brunnen. Und da ist sie ja auch reingefallen. Oder ist er reingeklettert? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das thematisieren mir die gerade ein bisschen zu stark.
dieses Fallen. Und what the fuck, was ist denn jetzt gerade wieder mit mir los? Hä? Was ist... Okay. Also meine Kamerasicht ist gerade... Was? Ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Aber ist okay. Ich bin gerade mehr oder weniger an der Decke, ne? Oder so. Ne, da ist mein... Da ist der Boden. Ich hänge... Ja, an der Wand renne ich rum. Cool. Was sind das für Linien jetzt hier? What? Moment, ist da was? Kann ich damit was machen? Nee, das ist nur Licht. Dann nähern wir uns mal diesem creepy Bild. Ich muss doch, oder? Ich glaube, ich mach schnell. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da ist wieder das Ding. Shit, ich habe keine Ahnung. Ich werde gleich sterben. Da unten? Nee. Nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist passiert? Wo hätte ich hingehen sollen? Nochmal gucken. Es gab hier nur diesen einen Weg. Da bin ich hergekommen. Irgendwas muss ich übersehen haben, wo ich vielleicht durchflitzen kann. Vielleicht wie die Ratte. Ich will dahin. Nee, ich kann nicht... Ich kann mich nicht losreißen von dem, wo ich bin. Das ist alles so verwirrend. Aber wenn ich mich jetzt nähere, dann kommt es. Was mache ich dann? Wo soll ich hin? Scheiße, es kommt jetzt schon. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, da könnte es noch ein paar Fails geben, glaube ich, wenn ich jetzt nicht gleich checke, was das Spiel von mir will. Okay. Wenn ich doch nur... Zurück. Kann ich eigentlich nochmal zurück? Kann ich nochmal wirklich... Nee, ich komme nicht mehr durch. Okay. Irgendwas muss ich ja übersehen. Also die Stelle, dass ich da vielleicht irgendwie... Ob ich irgendwie lupseisen kann? Hä, ich kann ja springen. Moment mal, was mache ich hier gerade? Ach nee! Ach nee, ich war die ganze Zeit in Duckhaltung. Okay, das hat mich nur verwirrt. Aber springen kann ich nicht. Konnte ich noch nie in dem Spiel. Hey, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Am Bild ist nichts. Das haben wir jetzt schon zweimal gesehen. Aber ich werde jetzt halt gleich mal... Scheiße, keine Ahnung. Das, nee, das kommt hier. Ich kann da nicht hin. Nee. Wow, da fällt einer hin. Hat das irgendwas zu bedeuten? Moment mal. Was hat das zu bedeuten? Ich muss immer diesen Akt hier ein bisschen verändern. Aber es hilft mir nicht weiter. Da fällt einer durch... Sobald das Ding kommt, was wäre, wenn wir irgendwie dieses Tor öffnen könnten? Ah! Nee, okay, vergiss das. Das passiert random. Mann, da muss doch an diesem Teil was gehen. Das ist irgendwie offensichtlich, finde ich. Da muss doch was sein. Ah! Was ist denn jetzt? War eindeutig der Schrei von Lily. Ich glaube wirklich, dass das passiert ist. Sie wurde gejagt und ist dabei runtergefallen. Und das konnte sie unmöglich überlebt haben, wenn das wirklich passiert ist. Das muss es sein. Die Kids haben gespielt, weil der Vater hat sich ja nicht um sie gekümmert, nehme ich mal an. Wurden gejagt. Die Besatzung wusste nicht... What the fuck ist das jetzt schon wieder? Die Besatzung wusste nicht, zu wem die Kinder gehören, weil die Kinder halt ihren Abenteuer gemacht haben. Und dann ist dieses Drama passiert. Das wäre jetzt so meine Auflösung. Irgendwie. Mal schauen. Hi. Das ist echt schön hier, wenn ich auf dem richtigen Boden wäre. Verliere den Charakter...
finde dich selbst. Finde den Charakter, verliere dich selbst. Ja, soll ich ihn finden oder verlieren? Den Charakter oder mich selbst? Some parts are not to be played. Some parts. Ja, die Rollen. Oh, euch geht's nicht mehr gut, alles klar. Und wenigstens, ja, bin ich jetzt wieder auf dem richtigen Boden. Es sieht schön hier aus. Erste Klasse bestimmt. Jetzt müssen wir es nur Papi sagen, dass die Schwester da ein bisschen gefallen ist. Nee, vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ich weiß es nicht. Hey, da waren wir schon mal. Ich erinnere mich, in Part 1 sind wir herumgelatscht. Hui. Toll, ne? Ja, schön, dass man das kann. Mal schauen. Okay. Na, dann gehe ich halt lieber hier durch. Hallo? Sind wir jetzt im Rotlicht-Viertel des Schiffes? Haben die auch sowas? Also die denken wirklich an alles. Nicht schlecht. Ich stehe nur nicht so auf Puppen, wisst ihr? Ihr kommt. Das ist mein Schatten. Oh. Man kann eh nicht wirklich was erkennen, aber die stehen alle auf dem Kopf, wie es scheint. Ja, ich wollte eh nicht. Ich habe gerade andere Sorgen, glaube ich. Oh je, wir sind wieder im verranzten Schiff. Da sind wir wieder. Oh Mann. Wir sind wieder im verranzten, bösen Schiff. Was passiert? Soll ich rennen? Ja, ich glaube, ich soll rennen. Ich komme auch gerade nicht dran vorbei. Ah, okay, ich renne die Richtung. Nein, geht nicht. Ich hab's verkackt. Ich hätte an dem Ding vorbei müssen. Ich nehme aber auch jeden Tod mit. Das ist immer so... Das ist aber auch immer blöd, wenn man halt nie weiß, was tun und dann erstmal sterben. Sterben geht nämlich immer. Sterben müssen wir alle irgendwann. Was das Zocken hier angeht. Ich ständig. So, ich renne jetzt dran vorbei. Alles in Slow-Mo, dafür kann ich nichts. So, hat geklappt. Aber die Jagd geht weiter. Wohin? Zweifelsfall immer zum Licht. Das haben wir gelernt. Ich glaube, ich werde immer noch gejagt. Mach die Scheiße aus. Ja. Ich glaube, es ist vorbei. Es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei. Alles gut. Wir sind wieder in der Lichtwelt. Oder wie auch immer wir das nennen wollen. Ja, okay. Ja, rote Türen haben irgendwie was gegen mich. Glaube ich, jetzt ist sie weiß, gut, mir auch recht. Ich will trotzdem da rein. Okay. Hey, das war das vorhin schon so? Dass die blutbeschmiert sind, oder? Huch, ich fliege! Also dieses Game wieder mal, ne? Okay, es ändert sich jetzt aber. Oh! Daddy? Oder wer auch immer. Ah, diese Psychospielchen. Wie ich es liebe. Okay, ich fliege wieder. Tu es nicht. Ah, wo bin ich denn jetzt? Ich fühle mich ein bisschen eingeengt. Tu es nicht. Soll ich nicht versuchen, es weiterhin der roten Tür zu folgen? Ich habe gerade keine andere Wahl. Hey! Ganz schön frech. Jetzt lass mich mal da durch. So, jetzt renne ich hin. Oh oh. Das ist nicht lustig. Okay, das geht auf. Aber die Tür geht
immer mehr ein Spalt auf. Man sieht jetzt was. Was soll denn das darstellen? Ich will dahin. Oh. Wie soll man das interpretieren? Ist er jetzt einfach... Er wollte zu Vater rennen und wollte halt den Verlust von ihr sagen. Und es hat sich eben ewig angefühlt. Ach, man könnte so viel da rein interpretieren in das Ganze jetzt. Ich muss das unbedingt nochmal für mich spielen. Ich glaube, dann wird man noch so viel mehr verstehen. Was ist das jetzt hier? Okay, das muss ich drehen. Das war ich nicht. Sorry. Ich wollte es nicht kaputt machen. Holy shit, das Ding kocht ja schon regelrecht. Hey, das ist der Hut von Daddy, oder? Vielleicht. Kann man... Stopp! Oh, hallo Bett. Moment mal, bin ich in meiner Kabine? Diese Base, das ist das Privatzimmer des Vaters. Und da sind wir jetzt eben gerade auch storytechnisch wahrscheinlich. Böse rote Tür. Und wieder bin ich hier. Okay. Na, 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 na. Nein. Okay, diesmal hat es mich aber nicht getötet. Immerhin. Things that should not be. Das stimmt. Not be broken. Da gebe ich dir recht, aber das können wir uns manchmal leider nicht aussuchen. Dinge, die nicht sein sollten, die nicht zerbrochen sein sollten. Es ist eine harte Story. Also, puh. Hartes Schicksal. Ja genau, verdunkelt erstmal die Kammer und dann schön Fernsehglotzen. Cheer up. You're all right. You're not hurt. You're not upset. Nothing really happened. You just need to be more careful. So nah. Eieiei, okay, das waren vielleicht nochmal so tröstende Worte, vielleicht die letzten Worte von Lily an ihren Bruder gerichtet. Ich weiß ja nicht. Ach du liebe Zeit, wie sieht's denn hier aus? Ist jetzt schon ein bisschen Silent Hillig gerade. What? Was? Hi. Ja. Ich sag dazu einfach mal nichts und gehe weiter, würde ich sagen. Schöne Musik, aber. Okay, du willst wohl nicht, dass ich da durchgehe. Oh, wie creepy. Nur durch das Blitzlicht eben. Why am I always the one? Why weren't you there? Warum warst du nicht da? Why didn't you protect me? Why did
you let this monster? Schade. Ne, doch, da ist noch eins. Ja, sorry. Aber Schuldgefühle sind jetzt auch nicht das Beste. Einem zu machen, also. Useless! Worthless! Hey, hey! Oh Gott, die Schritte. Kommen die näher, oder? Aber die klingen total normal, deswegen gehe ich mal weiter. Okay. Okay. Gesaved ist schon mal. Wieso klingt das jetzt so, als wären wir in einer... auf einer, so einer Eisenbahn? Soll ich rennen? Ich kann nicht. Ich kann nicht rennen. Aber ich drück. Die ziehen sich an mich. Was ist das? Was war das denn? Nein! Nein! Ich wollte gerade durch. Okay, alles gut. Oh! Gang der Hölle hier. Im Endeffekt ist es einfach der Plot-Twist, sind alle tot und das ist die Hölle. Wir werden hier niemals rauskommen. Ja, so oder so ähnlich muss es sein. Oh ja, Party. Ja, da habe ich jetzt so Bock hinzugehen und ich muss da rein. Ja, also hier geht's ab, ich merke das schon. Okay. Was zappelst du noch rum? Was ist denn hier los? Oh Gott. Ja. Diese ganzen Puppen sind wie Statisten in diesem Schiff, auf diesem Schiff. Weißt du, so die fremden Leute, die man nicht... Oh, da hinten steht jemand ein bisschen verdächtiger. Fremde Leute, die man einfach nicht kennt. An die erinnert man sich nicht mehr. Der Junge erinnert sich nicht an die Gesichter und an sonst wie was. Deswegen sind das alles vielleicht so Puppen. Aber das Monstrum, das erkennt er leider immer wieder. Darf ich da durch? Ja? Dinge. Oh Gott. Okay. Da muss ich da durch? Ich darf mich nicht umdrehen. Das Spiel erlaubt mir nicht... Aber ich kann rückwärts laufen. Haha. Ausgetrickst. Wenn ich mich nicht umdrehen darf, dann mache ich es eben so. Es ist schon irgendwie kranke Kunst, was Lea Sophia uns da darbietet, finde ich. Also... Es ist irgendwie so eine richtig abartige Kunst, wie dieses Spiel seine Story übermittelt. Das ist definitiv nicht jedermanns Sache. Aber ich finde es irgendwie genial. So. Okay. Ach, der Film. Ja, scheint ja mächtig abzugehen. Und ich glaube, wir dürfen jetzt zum ersten Mal da auch hin. Nicht nur heimlich. Tatsache. Look at her. She's got her whole life ahead of her. Will it be years? Or just minutes? You're insane! I'm having a conversation you cannot hear. Okay, das klang jetzt doch nicht nach dem erwachsenen James. Das ist vielleicht doch der Vater gewesen in... Ach, was weiß ich.
Wie gesagt, das ist übrigens der letzte Part, den ich am Stück aufnehme. Falls ihr so tolle Kommentare geschrieben habt, um die Story zu erläutern, dann weiß ich die erst quasi nach dem Part. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich nicht reagiere oder immer noch so ahnungslos bin, was hier abgeht. Falls da überhaupt etwas kommt. Aber ja, bei Bedarf werde ich auf das Kommentar dann vielleicht schon schriftlich geantwortet haben. So. Ja. Ich sehe schon, der Film ist ab 18. Gut, ich gehe trotzdem mal weiter. Und Film ab. Ach nee, die Bilder, ja. Waren ein bisschen langsamer. Vielleicht brauche ich wieder ein bestimmtes Bild. Ich habe da was Verdächtiges gesehen. Nee, doch nicht. Bei einem hat es mal so komisch geleuchtet. Lassen wir mal das, weil da ist der, was auch immer, genau bei uns, wie so ein Leuchtturm. Genau, das ist mir aufgefallen. Dieses Leuchten. Vielleicht brauchen wir das. Darf ich auf die Bühne? Ja. Ja, ich denke, das ist das richtige Bild. Oh, das tötet mich jetzt aber nicht, oder? Weil es jetzt so böse schwarz-weiß wird. Nee. Nee, das ist genau das, was wir brauchten. Das habe ich gut gesehen. Darf ich jetzt noch ins Licht oder sollte ich mich dem Licht fernhalten? Ich gehe mal dahin. Ach ja, wir waren ja dabei bei einem interessanten Gespräch. Huch. Wo bist denn du her? Ich glaube, ich darf nicht ins Licht, deswegen renne ich gerade. Nee. Dann hat immer dem Licht noch weg. Deswegen mache ich gerade so schnell. War das jetzt falsch, weil sie meint, ich bin so schwach? Ja, ich glaube, ich mach's falsch, oder? Kommen da immer wieder die gleichen? Hat mich das jetzt gesehen? Nee, anscheinend nicht. Ach ja, ich hab dich auch lieb. Da ist noch einer. Soweit waren wir schon. Aber es war wohl notwendig, um den Schlüssel zu ergattern. Das hier aufzumachen und... Okay, das ging jetzt alles ein bisschen schnell, aber... Ich fühlte mich unter Druck gesetzt, wegen diesem Leuchten. Okay, daran komme ich wohl nicht. Was ist denn jetzt wieder los? Sind wir im Leuchtturm oder wie, oder was? Ich habe ja keinen Schimmer, was hier abgeht. Okay, es gibt nur einen Weg nach oben. Hier, dieses Geräusch. Wir sind fast da. Auf so Ideen muss man aber auch erstmal kommen, ey. Das ist... So. Okay. Ich muss die Blumen regelrecht rausziehen, damit was passiert. Warum mache ich das eigentlich? Gibt es hier noch eine andere Möglichkeit? Es gibt mehrere Blumen, okay. Muss es eine bestimmte sein? Oder einfach nur ein paar? Oh, da fallen wir wieder. Oder sie oder ich. Weiß es nicht. Wo bin ich jetzt? Hä? Ich erkenne kaum was. Da. Uff. Ja, das Treppenhaus, ne? Der Sturz. So was in der Richtung muss passiert sein. Jetzt wieder der Gang. Oh Mann. Leute, es hat gespeichert. Es wirkt schon so ein bisschen nach Finale, ich weiß es nicht. Ich denke aber, es würde sich nochmal lohnen, hier einen Cut zu machen und euch auf morgen zu vertrösten, wenn es hier spannend weitergeht mit Let's Play Layers of Fear. Teil 2. Also, bis denne.